Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Palworld. Und zwar ist es endlich soweit, man kann jetzt den Drop zwischen Meteoriten auch verkürzen. Intervalle zwischen Meteoriten schauen, Versorgungslieferung Minuten. Wenn ich da jetzt auf... statt 180 auf 60 gehe... ein bisschen schwer, genau auf 60 zu gehen. Gut, dann gehen wir halt auf 59. Todeshandicap. Nichts wird fallen gelassen, das habe ich schon gemacht. Maximale Gildengröße 20. Kann ich jetzt auch schon mehr haben? Nee. Ach, das sind die Gilden. Höchster Lager pro Gilde. Mein Lager erfordert eine höhere Rechenleistung. Aha. Also man könnte jetzt noch mehr Lager haben, wenn man will. Maximale Anzahl von Arbeitsplätzen im Lager. Oh, kann man sogar noch mehr haben als 20? Boah. Das wird cool, weil wenn wir jetzt nämlich 50 mitnehmen können, gut, ich werde das jetzt nicht in jedem Lager brauchen, aber 50 in einem Lager gegen einen Pall, ne, den man mit einer Arena heraufbeschwört, ist doch bestimmt voll cool. Dazu bräuchte man aber erstmal 50 Mal dieses Viech. Aber gut, werden wir probieren. Ja, bestätigen. Also 50 Pals ist dann schon eine Hausnummer. Ich habe mir eh schon immer gewünscht, ich hätte gern mehr Pals zur Verfügung in meinem Lager. Weil 20 waren irgendwie immer zu wenig. Kann ich ja aktuell wieder ablegen. Zumindest der Kopfteil kann ich wieder ablegen. Er braucht den schon. Wir haben immer noch zwei davon. Von den neuen, aber ich traue mich nicht an den ran. Sind die jetzt eigentlich auch schon stärker geworden? Würde mich echt interessieren. Keine Pals in meinem Team, das ist wieder gut. Weil sie alle tot sind.
ist ein bisschen dumm, wenn gerade deine Pals nicht geheilt sind. Oh. Jetzt kommt ein Metroid auch gleich. Wie soll ich sagen? Am Tag. Jede Nacht wäre halt schön gewesen, aber das kann man halt auch nicht einstellen. Man kann nur die Minuten einstellen. Oha. Warte mal. Bist du tot? Nein. Aua! Habe ich jetzt eigentlich schon den Reitding für sie? Ich glaube nicht, ne? Nö. Jetzt kommen ja halt die Meteoritenbruchstücke wenig vor, bloß 4. Sind es nicht sonst immer mehr? Da habe ich die ins Wasser geschossen. Na gut, dann sind es halt nur 4.
Aber das zeigt mir, ich muss dringend Sphären machen. Ja, 60 könnte ich ja nicht machen. Warum nicht? Boah, dann habe ich keine Palladiumbahn mehr. Und Zement bräuchte dann auch schon wieder. Eieiei. Also Zement. Machen wir halt hier so 150. Warum eigentlich 122? Also 199, warum? Warum nicht 200? Sag mal, wo geisterst du rum? Du sollst in der Zucht fahren, was tun? Alter. Okay, ich gib's auf. Wenn's nicht will, dann will's nicht. Oha. So, dann machen wir halt ein paar dieser ja nicht gleich 500 machen. Oder wir machen 600. So, wie viele habt ihr schon hergestellt? Erst zwei. Mei. Halt. Nein, das sind sie nicht drin. Nein, falsch Ding wieder. Und dann sind sie hier drin.
Wo treibt sich mein Anubis eigentlich rum? Was macht der? Ich weiß es nicht, aber ich habe noch, glaube ich, welche. Sortieren nach Haldex nochmal, danke. So, wo sind meine Anubis? Du bist kein Motivationscoach. Keiner von denen ist Motivationscoach. So, und jetzt würde ich sagen, dass der zweite Anubis nur die Handarbeit macht und alles andere nicht. Obwohl der... vielleicht dumm ist, dem zu sagen. Vielleicht soll ich es dem anderen sagen. Achso, ich kann den anderen gar nicht auswählen. Ich kann... Habe ich gar kein Anubis im Team? Doch, habe ich. Weil der ist halt ein Motivationscoach. Aber ist doch lieber so rum. So, jetzt wird es langsam Nacht. Jetzt sollte ich wieder mich auf den Weg machen. Und zwar dann möchte ich hierhin reisen. Was mich halt jetzt interessieren würde, wann sind diese 60 Minuten wieder um? Sind die erst um, wenn am nächsten Tag oder... Wie ist das? Könnten aber auch kurz warten, bis die Nacht hereinbricht. Und derweil hier in der Nähe bleiben. Du, 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 du. Wow, Medizin, dein Ernst? Es ist so dumm, dass mir kalt wird.
60 Minuten immer noch zu viel. Ich gehe mal kurz zum Titelbildschirm. Ich möchte endlich Chance haben auf den einen Pall, den ich noch nicht bekommen habe. Ich könnte aber auch mal komplett neu laden. Aus einem Backup wiederherstellen. So, wo war ich da? Na, das waren vor dem. Ist auch doof. Also, haben wir mal halt nicht. So. Jetzt stellen wir hier ein. Wo war das? So. Jetzt ist mein ganzes Team noch tot, ne? Korrekt. Stört mich aber nicht. Denn ich weiß, es kommt jetzt gleich ein Metroid-Dings runter. Das heißt, wir werden uns schnell umrüsten. Machen das so. Dann machen wir hier 60 Stück, loslegen. Und hier beim Zement machen wir 50 Stück. Oder 60, komm, haben wir 600. Dann schnappen wir uns das da. Und dann schnappen wir uns das, was noch nicht fertig ist anscheinend. Laufen ultra langsam. Machen so. Was fehlt da jetzt eigentlich? Holzstein.
keine Ahnung. Holzstein haben wir ja. Achso, weil ich zweimal Stein hatte. Tja, habe ich ja nicht mehr. Okay. Ja, passt schon. So, was kostet denn überhaupt die Rüstung für sie? 30 Plaststahl. Ich habe die wirklich noch nicht gemacht. Ja, das sind das nicht, dass ich sie suche. Hier. Nee. Habe ich nicht. Wie viel habe ich denn überhaupt von diesen... Ach, viel zu wenig. Ich habe nur... Ab nur 39, deswegen werde ich es ja auch nicht gemacht haben. Okay. Aber mal eben viel hat. So. Ja, was ich jetzt eigentlich wollte, ist, dass ich jetzt eine Schnellreise in die Wüste mache und in der Wüstenstadt lande. Also jetzt mal nicht am Rand der Wüste, sondern in der Mitte der Wüste und hoffe. Dass der Metroid jetzt triggert oder auch nicht. Er will nicht triggern. Warum sollte er auch? So, ich sag meinem Anubis jetzt, er soll das bleiben lassen, genauso wie das. Und nur für mich arbeiten. So, dann helfe ich da jetzt ein bisschen mit. So lange brauchen uns meine Pals noch zum Heilen. Wir sind gleich durch. Gut.
So, wie viel habe ich jetzt? 21. So. Was will ich denn mit einer Scheißversorgungskapsel, Alter? Was für eine Schriftrolle war drin? Hochwertige Metallrüstung. Wow. Naja, immerhin war ein bisschen Öl drin. Was macht der? Angriff permanent steigern lässt. Aha. Ey, da vorne sind Dizzys. Ich hab sie genau gesehen. Geht's nur um die Dizzys, um die Dizzy-Wolken. So, wo bin ich jetzt eigentlich auf der Karte hier? Ja. Wir fliegen mal darüber. Oder sind die Wachen? Die möchte jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Mit Bushi auch nicht. Okay, und hier ist auch noch nichts Neues. Also die Truhen sind noch nicht da. Mist.
Was mich halt jetzt interessieren würde, ob es auf der Bohrinsel neue Gegner gibt. Wieso steht da ein Miliz? Siehst du das riesige Bauwerk, das dort aus dem Meer aufragt? Das ist eine Bohrinsel des Rhein-Syndikats. Dort ist es gefährlich. Also halte dich bloß fern. Okay. Oh ja. Da gibt es neue Feinde. Weil ich war mir nämlich sicher, dass auf der Bohrinsel bestimmt noch mehr gab als nur dieser eine Raum, wo wir die Kiste gekriegt haben. Also gut, dann kommen wir mal. Das Blöde ist jetzt, dass ich meinen Shadow Beak nicht dabei habe. Muss ja alles zu Fuß gehen, Alter. Den zu fangen wäre schon cool. Immerhin ist er Level 55. Komm schon. Komm schon. Ihn doch.
Danke. Antiker Kern mal 3. Jetzt kann ich leider das Pferd auch nicht in mein Team nehmen und sagen, hey, ich würde gerne jetzt reiten oder so. Eieiei. Mist. Die habe ich zerstört. So stehen die noch. Aber das geht ja nicht auf. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der mit der Gatling. Ja, das war eindeutig der mit der Gatling.
So, und wenn ich jetzt normalerweise schlafen gehe, dann müsste doch wieder mein Jetragon wach sein. Oder geheilt. Wie auch immer. Meine Fresse! So, der Buschi gehört mir. Ja, weil von hier haben wir ja schon die Truhe. Da steht ja auch keine mehr. Yeah.
Okay. Puh. Starke Medizin. Die braucht man am häufigsten eigentlich. Die immer noch alle daneben schießen. Kommen die Flammenwerfer her? Ach, da.
Mann. Ja, hab's gekriegt. Hä? Okay. Das ist nervig. Dass sie immer genug Zeit haben, ihre Dinge wieder zu bauen.
Mist. Naja. Okay. Meine Güte. Jetzt da war ich. Da war ich auch. Ja, hier ist zwar offen, aber hier war ja keine Truhe. Ich glaube, es gab nur diese eine große Truhe da hinten. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Dann gab es nur das. Von wo? Aha.
Was mich ja immer wieder wundert, ist, dass wir hier nicht rein können. Die Lampen schießen bringt auch nichts. Nee. Da geht's einfach nicht rein. Kommen zwar immer wieder Gegner, aber es hilft mir auch nichts. Na gut. Siehst du das riesige Bauwerk? Okay, also. Also wenn man das bekommen hat, selbst dann sagt er nichts. Okay. Oha, bin ich voll. Jetzt soll ich eine schnelle Reise nach Hause machen. Und den ganzen Schotter loswerden. Okay, dann kommt die nicht da rein.
Was soll das eigentlich sein? Ein gewöhnlicher, okay. So, die Sphären sind eigentlich auch schon egal, ne? Sphären. Soll ich die scheiß Munition nicht abgelegt? Aha. Kommt jetzt vielleicht endlich der Pall runter, den ich noch nicht habe. Wäre nämlich voll cool. Und nicht immer die Palls, die ich schon habe. Ich möchte mal den neuen Pall. Da ist er. Da ist er. Legendäre Sphären. Der Xenogard. Der schläft? Fang ihn einfach, bitte. Xenogard, da ist er ja. Und was machst du da? Ich hau gerade mit meinem Schwert drauf ein. Jetzt habe ich auch wieder mehr bekommen.
Also neben Metroiden merken, nicht mit dem Raketenwerfer drauf schießen. Damit es euch ja zu keinem Missverständnis kommt. So, wo sind jetzt meine Paladine? In der Nähe offenbar. Oder ich fliege einfach drüber, kann auch passieren. Nur der eine müsste doch schlafen, es ist Nacht. Ist mir jetzt egal, ich schieße trotzdem drauf. Den zu fangen ist eigentlich Schwachsinn, weil der hat so gut wie gar nichts. Aua, aua. So, ich habe mir schon 12 Mal gefangen. Also drin bleibst du mich erschossen. So einfach ist das. Sag mal, was willst du? Gut, den legendären Bauplan habe ich immer noch nicht. Okay. Ey! Ich glaube, ich spinne wohl. Okay. So, dann werden wir eine Schnellreise nach Hause machen. Dann war der Part eigentlich relativ erfolgreich. Wir brauchen aber immer noch ganz viele antike Kerne. Und wie viele haben wir denn jetzt? 24, brauchen immer noch 6. Okay. Gut, dann lesen wir uns jetzt noch den Paldex durch von dem neuen Pal, das uns noch gefehlt hat, Xenogard. Generiert Energie, indem es sich Informationen einverleibt. Scheint regelmäßig Nachrichten an jemanden zu senden. Habe die letzte Nachricht aus Versehen gefressen. Worum ging es? Over. Kraterpanik kann als Reiter genutzt werden, wenn es im Team ist. Wird der Ertrag vom Metroidenbruchstück und Reinquarz erhöht. Was? Reinquarz? Okay. Und was kann der jetzt? Der muss ja jetzt irgendwo hier drin sein.
So, sortieren. Unerforschte Zellen, Neutralis-Paket, verfressen um Pyromane. Nehmen wir dann halt mal kurz ins Team und schauen es uns an. Unerforschte Zellen, Angriff plus 10, ach, das ist nur Level 33, sehe ich gerade. Angriff plus 10, Feuerschaden minus 100. Was minus 15%, Blitzschaden minus 15%, Neutralisatspaket, Neutralschaden minus 10%, Feuerangriffsschaden plus 10%, verfressen. Aha. Der Drachenatem, okay. Und das ist so ein Typ Drache. Ist ein bisschen blöd, dass der nur Level 33 ist. Aber jetzt habe ich ihn endlich mal. Jetzt ist der. Es fehlt eigentlich nur noch, ne, dieser Blitz-Ballast-Move oder wie auch immer der heißt. Wie heißen die? Sind nicht da drin, bumm. Balazamut Ryu, genau, das ist dieser Blitzgott, was auch immer. Aber jetzt müsste ich doch in den Technologien die Möglichkeit haben, für ihn den Sattel zu erlernen. Genau, dazu bräuchte ich 3 Technologiepunkte. Aber uns fehlt hier wahrscheinlich noch der Sattel für den anderen, für den, was wir noch nicht heraufbeschworen haben und bekämpft haben. Ansonsten müssten wir jetzt alles freigeschaltet haben, soweit ich das sehe. Ja, jetzt fehlt uns halt nur noch die Möglichkeit, also Ryu zu besiegen. Dazu muss ich mich aber erstmal informieren, was gegen wem effektiv ist. Und dann am besten dieses Wesen sehr auffangen. So, du machst mal das da und du kannst hier von welche machen. Und wenn ich da jetzt 57 machen kann, dann kann ich auch sagen, wir machen uns den hier. Ich würde das ewig dauern, bis das fertig ist. Ja, natürlich. Boah, der stopft mich wieder voll. Okay. Und wie schnell meine Palze immer depressiv sind. Mann. Ich sag ja, die starke Medizin ist das, was man am häufigsten braucht. Schleppst so viele Gegenstände mit dir rum. Ich weiß. Ist jetzt eigentlich diese schon alle fertig? Ja.
Gut, dann würde ich sagen, war das ein sehr erfolgreicher Part und wir machen dann spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao!